Bei der Variation der Konstanten hat man auch wieder eine lineare, inhomogene, hier ist die inhomogene Anteil, Differentialgleichung erster Ordnung. Und dabei soll man so vorgehen, dass man erst eine homogene lineare DGL bestimmt, dann die Konstante c als Funktion k auffasst, eine spezielle Lösung bestimmt und zum Schluss beide Lösungen addiert. Man kann das allgemein rechnen, kommt dann auch auf Lösungsformeln. Das möchte ich mir hier aber an dieser Stelle sparen, sondern lieber das Ganze mal anhand eines Beispiels demonstrieren und Ihnen das für dieses Beispiel vorrechnen. Das heißt, im ersten Schritt wird y-3y homogen angenommen. Also wir können ganz schnell Trennung der Veränderlichen durchführen. Und zwar ist dann dies auf die andere Seite gebracht. Integral 1 durch y, wieder das y auf diese Seite, die y gleich minus 3, Integral dx, halt plus 3, weil wir es ja auf die andere Seite bringen. Und wenn wir das jetzt integrieren, kriegen wir dann daraus ln von y ist 3x plus c, also ist dann y gleich c mal e hoch 3x. Im nächsten Schritt wird jetzt das inhomogene System betrachtet, also das hier mit Restglied, also mit Störfunktion hinten dran. Man nimmt die Funktion, die wir gerade eben ausgerechnet haben, und fasst jetzt c als eine Funktion in x auf. Wir nennen sie k von x. Das heißt, y ist jetzt k von x mal e hoch 3x. Dann ist y' gleich k von x, k' von x mal e hoch 3x. Sie denken an die Produktregel bitte. Plus k von x mal e hoch 3x mal 3. Jetzt können wir das gemäß der Vorschrift, die wir gerade eben hier hingeschrieben haben, zusammensetzen. Wenn wir das also einsetzen, dann haben wir hier y'. Y' ist ja dieser Teil. Den schreiben wir hier hin. Und dann minus 3 mal y. Y ist kx mal 3e hoch x. Und das ist gleich dem Störglied. So, jetzt fängt man an und fasst das Ganze ein kleines bisschen zusammen und stellt aber erstmal fest beim Zusammenfassen, das passiert übrigens immer, dass dieser Mittelteil rausfällt. Das heißt, das ist in der Regel immer 0 und fällt weg. Also haben wir k' von x mal e hoch 3x ist gleich x mal e hoch 4x. Oder letztendlich, wir können diese e hoch 3x noch auf die andere Seite nehmen. K' von x ist x mal e hoch 4x durch e hoch 3x ist nur noch e hoch x. Wir können ja die Exponenten voneinander abziehen. Jetzt habe ich hier noch ein K', das heißt, jetzt muss ich noch integrieren. K von x ist demnach das Integral von x mal e hoch x dx. Und das Integral kennen wir schon, das haben wir schon berechnet. Das ist x minus 1 mal e hoch x. Ansonsten ist das auch noch eine schöne Aufgabe für eine partielle Integration. Plus c, weil wir ja keine Grenzen haben. Und hier haben wir wieder unsere Integrationskonstante. Das heißt also, insgesamt gilt, y ist gleich x minus 1 mal e hoch x plus c, das ist unser k von x, multipliziert mit e hoch 3x. Und
Das ist dann, wenn man das ausmultipliziert, x minus 1 mal e hoch 4x, da haben wir sie wieder, plus c mal e hoch 3x. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, solche linearen Gleichungssysteme erster Ordnung zu lösen. Dies hier war der direkte Weg, der naheliegende Weg. Es gibt noch die Möglichkeit des Aussuchens einer sogenannten speziellen Lösung, einer partikulären Lösung für das Gleichungssystem. Und da fängt man mit einer sogenannten Ansatzfunktion an. Das